1909 las Carl Enslin in einer Berliner Zeitung die Annonce eines schwedischen Lederölproduzenten, der einen Importeur für Deutschland suchte. Er bewarb sich und bekam den Zuschlag. Zusammen mit den Brüdern Salzmuth füllte er dann aus den großen Fässern in einer kleinen Berliner Wohnung in Kreuzberg in 50 Milliliter Glasflaschen das Lederöl ab. Das erste Produkt unseres Unternehmens ist so entstanden. Es war ein Glücksfall, dass die drei Gründer von Kolonil sich ideal ergänzten. Karl kümmerte sich um den Einkauf, Paul um die Technik und Walter war ein Fachmann für den kaufmännischen Bereich. 1914, mit Beginn des Ersten Weltkrieges, wurden die Brüder Salzenbrot zur Armee eingezogen. Karl Enslin, der Luxemburger Staatsbürger war, blieb in Berlin. Er musste nicht zur Armee und führte das Unternehmen erfolgreich weiter. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm das Unternehmen eine rasant positive Entwicklung. Im Jahr 1921 übersiedelten wir von Berlin nach Mühlenbeck. Dort fanden wir genügend Platz für unsere Expansion. Es entstanden sehr moderne Fabrikations- und Produktionsanlagen und das Unternehmen konnte sich trotz sehr schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erfolgreich weiterentwickeln. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurde es auch für Kolonil zunehmend schwerer, die Produktion aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen litt sehr und hatte immer größere Schwierigkeiten, seinen Mitarbeitern Arbeit zu geben und zu produzieren. Nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, versuchten wir, unsere Produktion in Mühlenbeck wieder aufzunehmen. Dies gelang uns mehr oder weniger erfolgreich. Mit der Gründung der DDR wurde Kolonil enteignet. Ein Neubeginn wurde nötig. In West-Berlin wurde nach mehreren Anläufen an anderen Orten in der Hermsdorfer Straße in den Räumen einer ehemaligen Propellerfabrik das Unternehmen neu aufgebaut. Ein wichtiges Produkt war und ist für uns unser Selbstglanz. Durch die Entwicklung des Selbstglanzes und die Kombination Selbstglanz, Glasflasche und Egalisator, unser Wort für das Auftragsschwämmchen, konnten wir uns sehr viele Absatzmärkte südlich der Alpen erschließen. Die Idee des Egalisators wurde weiterentwickelt auch für die Tuben. Kolonil war das erste Unternehmen, das den Schwammaufträger auf die Tube brachte und so das Schuhputzen deutlich erleichterte. Andere Produkte, die uns sehr nach vorne brachten, waren die Aerosole. Sehr früh erkannten wir, wie durch den Einsatz von Sprays die Schuhpflege, insbesondere die Imprägnierung von Schuhen und Ledern, vereinfacht werden konnte. Wir investierten in sehr moderne Produktions- und Fertigungsanlagen und konnten so für uns einen neuen Markt in Deutschland und einigen Exportländern erschließen. 1962 wurde der Nanga Parbat von Dr. Herrlichkoffer und seinem Team bestiegen. Im Gepäck dabei Kolonil Sportwachs. Unser Produkt bekam hervorragende Referenzen, denn es machte das Leder geschmeidig und weich und hielt die Füße trocken, denn das Leder war wasserabweisend. Dadurch wurde Kolonil Sportwachs weltbekannt. Die Wiedervereinigung Deutschlands 1990 brachte für Kolonil neue Möglichkeiten, aber auch einige Schwierigkeiten mit sich. Uns erschlossen sich neue Absatzmärkte in Osteuropa und in der ehemaligen DDR und es gelang Kolonil sehr schnell, neue Marktanteile hinzuzugewinnen. Wir standen allerdings auch vor den gleichen Problemen wie viele andere Berliner Industrieunternehmen,
die durch den Wegfall der Berlin-Förderung vor völlig neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen standen. Kolonil musste sich neu ausrichten. Heute erzielt Kolonil mehr als 50% seines Umsatzes außerhalb Deutschlands. Wir sind in einer ganzen Reihe von Ländern mit unserer Marke präsent. Eine Besonderheit Kolonils ist, dass Russland der größte einzelne Exportmarkt für uns ist. Heute ist Kolonil in Moskau, St. Petersburg und anderen russischen Städten als Markenartikel bestens eingeführt. Über all die Jahrzehnte hinweg war es immer unsere Innovations- und Entwicklungsfreudigkeit, die es Kolonil ermöglicht hat, neue, verbesserte Produkte auf den Markt zu bringen. Erwähnen möchte ich hier insbesondere die Produkte aus unserer Nano-Serie. Kolonil hat es geschafft, flexible Oberflächen mit Hilfe von Nanoprodukten so zu schützen, dass sie über einen langen Zeitraum hinweg gegen Schmutz, Öl und Wasser deutlich besser geschützt sind als durch herkömmliche Imprägniermittel. In unserer neuen Pflegeserie 1909 fließt unsere 100-jährige Erfahrung in der Schuh- und Lederpflege ein. Modernste Technologien, einzigartiges Know-how und hervorragende Inhaltsstoffe vereinigen sich zu einer einzigartigen und exquisiten Lederpflege, die Kolonil im Jubiläumsjahr auf den Markt gebracht hat. Die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden werden auch weiterhin im Zentrum des Handelns Kolonils stehen. Unsere Innovationskraft, unsere Tradition, das Know-how der Kolonil-Mitarbeiter werden auch weiterhin dafür sorgen, dass unser Familienunternehmen international erfolgreich sein wird.